Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Und während wir auf den dritten Teil von Born Again warten, brechen wir an anderer Stelle aus. In dieser Map Bedrock Prison Escape. Ja? Bedrock Prison, wie kommen wir da hin? Beziehungsweise warum kommen wir da hin? Das werden wir gleich sehen. Denn ich werde gleich etwas Furchtbares tun. Ja, zunächst einmal die Regeln. Ein Schwert. Strongness 4 ordentlich. Und jede Menge Kürbiskuchen. Das nehmen wir mit, können wir immer brauchen. So. Also, worum geht's hier? Willkommen zu Bedrock Prison Escape. Hier sind einige einfache Regeln, die du befolgen solltest. Erstens, zerstöre Blocks nur mit dem entsprechenden Werkzeug. Du kannst also Kohle mit einer Spitzhacke zerstören und Wolle mit einer Schere. Aber kein Soul Sand mit einer Spitzhacke oder Teppich mit den Händen. Zweitens, nicht cheaten, außer du steckst fest oder du hast irgendwas von der Map kaputt gemacht. Drittens, spiel mindestens auf normaler Schwierigkeit. Ja, es wird ein paar Mobs zum Kämpfen geben. Viertens, keine Minecarts zerstören, denn sie sind da, um dir zu helfen. Und wenn du sie kaputt machst, dann kann man die Karte nicht beenden. Fünftens, spiele mit Command-Blöcken. Okay, ich bin hier im Singleplayer, also brauche ich keine Command-Blöcke. Also brauche ich es nicht extra einschalten. Und hab Spaß. Okay. Ja, gucken wir gerade nochmal. Es gibt noch Zusatzregeln in auf der Download-Seite. Da steht noch, man sollte im Adventure-Mode sein. Also schauen wir gleich mal. Game Mode 2. Adventure-Mode, wunderbar. Und keine Knöpfe zerstören und Hebel und woanders irgendwo drauf tun. Gut. So, und was kann ich tun? Hier ist ein Dorfbewohner. Dem könnte ich handeln. Aber, tja, ich kann eigentlich nichts tun, außer dieses Schwert nehmen und ihm zeigen, wer hier der Mächtige ist. Ha, nimm das, nimm das! Ha. Oh, die Polizei. Ah, du bist gefangen dafür, dass du einen unschuldigen Dorfbewohner umgebracht hast. Ich bin, es tut mir leid, aber du musst ins Gefängnis. Tja, er sieht irgendwie ganz schön gemein aus, also tue ich lieber, was er sagt. Immerhin eine schöne Blume hier im Polizeibüro. Oh, eine Truhe, da ist nichts drin. Oh, ist wohl eine Überwachungskamera. Interessant. Eine Couch. Irgendwas drin. Ah, da ist auch eine Truhe, aber da komme ich nicht ran. Ja, dann bleibt uns wohl nichts übrig, als für dieses abscheuliche Verbrechen, was wir begangen haben, also ins Gefängnis zu gehen, ins Bedrock-Gefängnis. Ah, Soul Sand. Eine Pritsche. Sehr schön. Da oben natürlich Überwachungskamera. Und Lava. Ich liebe Lava. Ah, Tipp. Du kannst von unten in dein Minecart springen. Mal gucken. Die Blume hier hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Ja, der Polizeioffizier hat so eine schöne Blume und ich habe nur dieses verdörrte Ding. Ja, wahrscheinlich von der vielen Lava da. Gucken wir raus. Draußen ist so friedlich. Und ich bin hier gefangen. Also, dann gucken wir doch mal, wie kommen wir hier wieder raus. Was haben wir hier? Ein Amboss. Ofen. Crafting Table. Das ist eine Jukebox, aber keine Disk.
Tja, da komme ich auch nicht weiter. Hier oben wäre eine Leiter. Aber... Da komme ich nicht hoch. Schauen wir doch mal hier. Was ist da? Ah, ein Minecart. Und da ist ein Hebel. Außerdem ein Tipp. Manchmal kann man durch Gemälde durchgehen. Also legen wir nochmal den Hebel um. Dann mal schauen, was passiert. Ist irgendwas getan? Nicht wirklich, oder? Hätte ich eine Schere, könnte ich da raus. Hab ich aber nicht. So, und was jetzt? Kann ich da irgendwie hoch? Nee, das wird nichts. Vielleicht habe ich hier was übersehen. Hier gibt es nur, da ist nur der Hebel. Und da ist Lava, da möchte ich jetzt aber nicht... Da möchte ich jetzt nicht reingehen. Spinnenweben. Irgendwo muss es doch noch was geben. Mal genau gucken. Was ist denn eigentlich, wenn ich diesen Hebel hier bewege? Seht jetzt etwas? Au, au. Ach, schon wieder die Lava. Hat sich hier was getan? Es sieht doch so aus, als wären da zwei Minecarts. Ist da irgendwie in der Zwischenebene etwas? Ah! Da? Nee. Nee, sah nur so aus. Da komme ich nicht hin. In den Regeln stand nichts. Mal genau gucken, was übersehe ich? Eigentlich das Einzige, wo ich noch hingehen könnte, die Lava. Aber irgendwie habe ich da nicht so die Lust drauf. Ich fürchte, es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Also, kleine Stärkung. Und dann mal gucken, geht es hier irgendwo lang? Nee. Das ist jetzt natürlich blöd. So, ich bin wieder hier. Und da war zumindest nichts. Ich sehe es doch, man kann irgendwie manchmal durch die... Da! Hinter dem Gemälde. Ein Potion of Fire Resistance. Heißt das, ich muss doch in die Lava? Wahrscheinlich, aber zumindest damit sollte ich mich besser umgucken können. So. Dann wollen wir doch mal. Ist hier unten irgendwo was? Bestimmt hier oben. Und? Nö. Tja, es hat ja voll was gebracht. Ist hier vielleicht irgendwo
Hebel oder irgendwas? Das hat irgendwie nichts gebracht. Ah, hier. Aha. Hier war was. Dann gucken wir noch mal hier unten. Sehr praktisch, dass in einer Gefängniszelle hinter einem Gemälde ein Feuerwiderstandstrank ist. Ah, und jetzt soll man eine Spitzhacke offensichtlich bauen. Dann zum Glück zu einem Crafting Table. So, raus da. Ich hasse Lava. Okay, dann machen wir doch eine Crafting Table. Eine Spitzhacke und holen uns ein bisschen Kohle, 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 Kohle. Und wir könnten mal aufhören zu brennen. Ah, da ist noch was. Ich brenne immer noch. Wahnsinn. Zum Glück habe ich noch 6 Minuten Fire Resistance. Ah, ein Knopf. Und jetzt? Ah, da ist ein Minecart entstanden. Also erschienen. Ha. Und ich bin durch. Und brenne immer noch. Faszinierend. Noch ein Minecart. Schere. Ah. So, wenn ich jetzt da die Schienen hinlege und das Minecart, dann komme ich hier durch. Wunderbar. Und mit der Schere darf ich jetzt hier die Wolle kaputt machen. Ah. Make some armor. Oh. Okay. Eisenerz. Und Stöcke. Zum Glück haben wir auch Kohle. Ja, dann los geht's. Einmal schmelzen, bitte. Dün, dün, dün. Na, das kann jetzt einen Moment dauern. So, das komplette Eisen ist geschmolzen. Die Kohle nehme ich auch mal sicherheitshalber mit. Vielleicht muss ich mir ja noch Fackeln machen. Und oh! Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Die Crafting Table ist zurückgezogen und es geht einen Gang hinunter. Was gibt's denn hier? Ein Hebel. Ah! So, was macht der? Ah, praktisch. Wasser. Wo führt jetzt das Wasser hin? Ah, da, ich sehe es schon. Ah. Musikbegleitung. Hör doch mal mit. Welche Scheibe nehmen wir dann? Ah, dieser Soul Sand. Oh, und es ist wieder zu. So, ah ne, hier, Jukebox. Was wollen wir denn? Wo kommt denn das jetzt her? Okay. Zweimal Leiter. Das muss wohl in der Jukebox gewesen sein. Oh, jetzt ist eine kaputte Disk drin. Nee, das ist 11. Okay. Ah, immer dann, wenn man eine Disk reintut, bekommt man Leitern. Das ist ja mal praktisch. Ja. Lass uns mal bei den unheimlichen Geräuschen. So, gut, mit den Leitern. Da komme ich jetzt hier. Nein, ich habe noch zwei mehr. So, da komme ich locker hoch, aber ne,
Hier kann man es lesen. Tipp, hast du Panzerung gemacht? Das machen wir doch mal. Aber erstmal machen wir mal ein Schwert. Ja, wer weiß, was wir da oben noch alles finden. So. Also Schwert. Helm. Hose. Oberteil, na wie das passt. Und Schuhe. Sehr schön. Und das hebe ich mir nochmal auf für Fackeln gegebenenfalls. So, einmal Rüstung. So, wenn ich mal das nochmal brauchen kann. Dann auf in dem Kampf, raus aus dieser lausigen Zelle. Ha! Nicht mit mir.